Liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Herzlich willkommen und den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien ebenso. Wir haben von hier vorne eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes. Herr Wagner, bitte. Ja, sehr gern. Ich habe Ihnen eine Reiseankündigung für die Außenministerin mitgebracht. Außenministerin Baerbock wird ab Mittwochabend, das ist der 17. April, am Treffen der G7 Außenministerinnen und Außenminister unter dem Vorsitz Italiens in Capri teilnehmen. Wie bei diesen Treffen üblich, wird es über die 3 Tage dort verschiedene Arbeitssitzungen geben. Themen werden im Schwerpunkt natürlich, Sie können es sich vorstellen, die Lage im Nahen und Mittleren Osten sein, aber eben auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, regionale Fragen im Indopazifik sowie globale Partnerschaften. Wie schon unter unserem Vorsitz 2022 und dem japanischen Vorsitz im letzten Jahr spielen die G7 ja eine sehr wichtige Rolle mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine. Sie sind da ein entscheidender Abstimmungsmechanismus. Insofern wird das Thema auch in Capri eine wichtige Rolle spielen. Und einen besonderen weiteren Schwerpunkt setzt die italienische Präsidentschaft daneben auf die Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas und der Afrikanischen Union. Es wird unter anderem um die Sicherheit in der Sahelzone und die Zusammenarbeit mit Afrika gehen. Vertreter der Afrikanischen Union und Mauretaniens, die ja den AU-Vorsitz im Moment innehaben, sind auch eingeladen. Soweit von dieser Stelle. Herzlichen Dank. Gibt es erstmal zu der Frage an sich zu der Reise an sich eine Frage, so rum? Herr Ratz. Herr Wagner, wird der israelische Außenminister zugegen sein bzw. zugeschaltet sein? Dazu liegen mir zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen vor. Dann würde ich vorschlagen, zum Thema Iran-Israel im engeren und weiteren Sinne zu kommen. Herr Tofik Nir. Herr Wagner, der britische Außenminister hat Israel aufgerufen, keine Vergeltung gegen Iran aufzuüben. Wie ist da die deutsche Position dazu? Und ein Kabinettsmitglied im Kriegskabinett von Israel, Benny Gantz, hat hingewiesen auf ein Gespräch mit der Bundesaußenministerin zur Errichtung einer globalen Front gegen Iran. Können Sie so etwas bestätigen? Lassen Sie mich da vielleicht zunächst mal zu der ersten Frage, nach der deutschen Position oder der Position der Bundesregierung auf die jüngste Äußerung des Bundeskanzlers in Shanghai verweisen. Er hat dabei ja auf die große Leistung auch der israelischen Armee verwiesen, der israelischen Luftstreitkräfte, die in der Nacht vom Samstag zum Sonntag bei der Abwehr des iranischen Angriffs vollbracht haben, und hat damit auch seinen Ratschlag verbunden, zur Deeskalation beizutragen. So viel erstmal dazu. Dem kann ich jetzt nicht mehr hinzufügen. Sie haben ja gesehen, dass sich sowohl der Bundeskanzler heute und gestern als auch natürlich die Außenministerin gestern ja nach der Sitzung des Krisenstabes der Bundesregierung eingelassen haben und unsere Position, glaube ich, dargelegt haben. Ich kann natürlich gerne noch mal wiederholen, dass wir diesen Angriff Irans auf Israel verurteilen. Es war ein schwerwiegender Angriff, der durch nichts zu rechtfertigen ist, und Israel natürlich die volle Solidarität Deutschlands gilt, und die Außenministerin hat das gestern ihrem Amtskollegen, dem israelischen Außenminister Katz, aber eben auch Minister Gantz übermittelt, mit dem sie telefoniert hat. Das kann ich bestätigen, und sie hat es auch dem Verteidigungsminister Galan persönlich versichert. Eine Nachfrage, wenn Sie erlauben. Der deutsche Botschafter in Teheran wurde ja ins Außenministerium einbestellt. Gibt es ähnliche Pläne für den iranischen Botschafter in Deutschland? Also unser Botschafter in Iran wurde ja zu einem Briefing mit anderen Vertreterinnen und Vertretern anderer westlicher Staaten ins iranische Außenministerium gebeten. In der Tat gab es da am Rande dann auch ein bilaterales Gespräch vor Ort. Ich habe jetzt keine Informationen zu Ihrer spezifischen Frage. Da kann ich mich gerne aber gleich nochmal schlau machen und das vielleicht nachreichen. Ansonsten kann ich Ihnen aber natürlich sagen, dass die deutsche Außenministerin ja gestern Abend auch direkt mit dem iranischen Außenminister telefoniert hat. Sie hatte ja bereits am Donnerstag mit dem auch schon telefonischen Kontakt und dort nochmal unsere Haltung zu diesem Angriff auch persönlich dargelegt. Dann Herr Jung, bitte. Herr Wagner, der Iran bezeichnet
den Angriff auf Israel als Vergeltung. Vergeltungsschläge sind völkerrechtlich illegal, das ist klar. Können Sie uns aber nochmal daran erinnern, was die deutsche Reaktion auf den Angriff Israels am 1. April war, auf das iranische Konsulat in Syrien? Also vielleicht noch mal einmal zur Einordnung. Das haben wir ja auch sehr deutlich gesagt. Man kann bei 300 Drohnen, ballistischen Raketen, Marschflugkörpern jetzt bei weitem nicht von einem kalibrierten oder einer zurückhaltenden Vorgehen sprechen. Das war ein direkter, gewaltsamer und umfangreicher militärischer Angriff auf ein anderes Land. Und das ist ganz klar völkerrechtswidrig und auch durch nichts zu rechtfertigen. Und man muss auch noch mal klar unterstreichen, das hat ja eben die stellvertretende Regierungssprecherin auch getan, es ist ja nur dem fortgeschrittenen Luftverteidigungssystem Israels und seinen starken Partnern international wie auch in der Region zu verdanken, dass dort nicht schlimmerer Schaden in Israel entstanden sind. Insofern wirken wir jetzt auf alle Seiten ein, weil es natürlich jetzt in den diplomatischen Bemühungen, die es im Moment gibt, vor allen Dingen darum geht, eine weitere regionale Eskalation zu verhindern. Sie haben mich gefragt, zu einem Vorfall, zu dem wir uns ja hier auch schon eingelassen haben, wenn ich es recht erinnere, in der letzten Woche. Wir haben da jetzt auch keine, zu dem konkreten Fall auch keine weiteren Hinweise, die ich Ihnen mitteilen kann. Ich kann ja aber vielleicht mal Folgendes sagen zur Einordnung, egal wer hinter dem diesem Schlag in Damaskus steckt oder was da der Hintergrund war. Es ist natürlich schon so, dass die Region sich in einer schwierigen und riskanten Lage befindet und es hat eine sicherlich angespannte Situation noch mal verschärft. Ja, aber ich verstehe Sie richtig, dass Sie gar nicht anerkennen, dass die Israelis dieses Konsulat angegriffen haben. Also ich meine, das RDF hat ja bestätigt, dass dort ein Gebäude, Sie haben es halt nur nicht als diplomatisches Gebäude bezeichnet, angegriffen wurde. Ich kann dafür, ich spreche ja nicht für die israelische Regierung, sondern ich spreche für das deutsche Außenministerium. Ich kann das nicht bestätigen. Ich habe dazu nichts, was ich Ihnen hier öffentlich darbieten kann. Aber ich möchte noch mal unterstreichen, nichts rechtfertigt den Angriff Irans von diesem Wochenende. Habe ich ja nicht gesagt. Habe ich Ihnen auch nicht vorgeworfen. Ich wollte es nur noch mal klarstellen, weil das unsere Haltung ist. Frau Wolfskamp. Danke. Nach dem Angriff des Irans werden auch Forderungen wieder laut, das Islamische Zentrum in Hamburg zu verbieten. Da wüsste ich gerne mal vom BMI bzw. dem BMJ, wie da nach der Razzia dieses Auswertungsverfahren läuft, wie da der Stand ist aktuell. Genau. Also Sie haben ja die Razzien oder Durchsuchungsmaßnahmen, wie wir das nennen, angesprochen. Es gab umfassende Durchsuchungsmaßnahmen. Die Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel läuft derzeit noch. Ich kann Ihnen auch versichern, es ist ein rechtsstaatliches Verfahren. Das heißt, es läuft nach ganz bestimmten klaren Regularien ab, das aber sehr, sehr intensiv geführt wird. Gibt es da eine zeitliche Schiene? Wann soll das zum Abschluss kommen? Nein, ich kann Ihnen zu einer zeitlichen Schiene oder einer zeitlichen Perspektive nichts sagen von dieser Stelle, weil, wie Sie wissen, äußern wir uns üblicherweise überhaupt nicht. Danke. Zu der ähnlichen Maßnahmen. Frau Jeckels. Nochmal zurück zu der Attacke auf die Botschaft in Damaskus. Also auch das Pentagon hat genau einen Tag nach diesem Angriff bestätigt, dass es sich dabei um eine israelische Attacke handelte. Vertraut die Bundesregierung denn der Information ihres Partners US nicht? Ich glaube, man muss da unterscheiden. Sie fragen mich ja hier, ob die Bundesregierung diesen Angriff attribuieren kann. Und ich sage Ihnen, dass ich Ihnen sozusagen an dieser Stelle dazu nichts mitzuteilen habe. Das heißt, Sie bestehen immer noch darauf, dass Sie weder wissen, wer diesen Angriff, wissen wollen, wer diesen Angriff getätigt hat, noch auf, um was für ein Gebäude es sich da handelte. Ich kann Ihnen von dieser Stelle dazu nichts mitteilen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht über Informationen verfügen. Das aber wäre jetzt ja Spekulation. Ich kann ja hier nur das sagen, was ich Ihnen öffentlich mitteilen kann, und ich kann Ihnen dazu öffentlich nichts mitteilen. Frau Wolf.
Meine Frage richtet sich auch nochmal ans BMI und die Sicherheitslage hierzulande nach dem Angriff und der Attacke der Hamas auf Israel. Hat sich die Sicherheitslage hier bedeutend verändert und vor allem jüdische und israelische Einrichtungen wurden massiv attackiert und bedroht. Sehen Sie jetzt seit dem Wochenende erneut eine Verschärfung und ist geplant, dass sich der Schutz israelischer oder jüdischer Einrichtungen jetzt noch mal verstärkt oder hochgefahren wird? Ja, also Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich dazu geäußert. Das kann ich hier gerne auch noch mal vortragen, wie sie sich geäußert hat. Der beispiellose und brandgefährliche Angriff des iranischen Regimes auf den Staat Israel ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir beobachten sehr genau, ob diese Eskalation Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland hat. Der Schutz von israelischen und jüdischen Einrichtungen in Deutschland hat höchste Priorität. Seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist die Bedrohung Israels und die Bedrohung von Jüdinnen und Juden noch viel deutlicher geworden als zuvor. Deshalb wurden auch die Schutzmaßnahmen noch weiter hochgefahren. Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern stehen in engem Austausch, um die Bedrohungslage laufend zu bewerten und notwendige Maßnahmen zu treffen. Mit unseren internationalen Partnern tauschen wir uns ebenfalls eng aus. Ich danke den Polizeien der Länder für ihren starken Einsatz zum Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen. Und zu Ihren Fragen. Die Sicherheitsbehörden im Bund und Ländern beobachten die Lage im Nahen Osten sehr, sehr aufmerksam und dementsprechend auch mögliche Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland, für die wir ja zuständig sind, gemeinsam mit den Ländern. Die Sicherheitsbehörden gehen jedem Hinweis mit höchster Priorität nach. Ich kann auch sagen, dass konkrete Hinweise auf unmittelbare Bedrohungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorliegen. Grundsätzlich können wir konstatieren, dass die Gefährdungslage in Deutschland eng mit der Entwicklung der Situation im Nahen Osten verknüpft ist. Das BKA, das Bundeskriminalamt, arbeitet eng mit anderen Sicherheitsbehörden zusammen, national und international, um auf aktuelle Lageveränderungen angemessen reagieren zu können. Und wie Sie auch schon angesprochen haben, haben bereits die Terroranschläge der Hamas gegen Israel unterschiedliche Akteure auch in Deutschland zum Anlass genommen, zu Hass und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden oder den Staat Israel aufzurufen oder auch sein Existenzrecht zu verneinen. Die Bedrohung jüdischer und israelischer Einrichtungen ist nicht neu, leider. Dies gilt auch, da das iranische Regime schon vor dem Angriff auf Israel Angriffe auf israelische Botschaften und andere Einrichtungen angedroht hatte. Insofern sind also die Behörden von Bund und Ländern schon länger gut vorbereitet und haben alle derzeit möglichen und erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Wie es auch die Ministerin angesprochen hat, liegt der Schutz der Einrichtungen nach der föderalen Zuständigkeitsverteilung zuvorderst den Ländern. Aber eben, das habe ich auch schon mehrfach jetzt gesagt, die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern arbeiten hier sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern. Ich würde es gerne noch mal versuchen, weil über die genaue Beobachtung der Lage hinaus und über die enge Koordination zwischen Bund und Ländern, wie fällt denn diese Beobachtung dann jetzt aus? Also gibt es eine verschärfte Bedrohungslage seit dem Wochenende oder rechnen Sie damit, dass sich durch den Schlag Irans die Lage verschärfen könnte? Ich habe ja gerade ausgeführt, dass die Lage im Nahen Osten auch Auswirkungen auf die Lage, die Sicherheitslage in Deutschland hat und haben kann und dass wir genau das genau beobachten. Ich habe auch gesagt, dass uns konkrete Hinweise auf unmittelbare Bedrohungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorliegen. Nächste Frage, Herr Kollege. Herr Schmidt-Denker, RTL-NTV. Eine Frage an Frau Hoffmann, vielleicht auch an Herrn Wagner. Die Sicherheit Israels ist ja deutsche Staatsräson, das wird ja allenthalben immer wieder betont. Und die israelischen Streitkräfte konnten diesen Angriff weitestgehend zurückschlagen, auch mit der Hilfe der Alliierten oder ihrer Verbündeten, die dort mit umfangreichen Luftstreitkräften im Einsatz sind. Jetzt ist die Forderung aus der Union publik geworden, dass auch Deutschland sich daran beteiligen könnte, mit Eurofightern für die Sicherheit des israelischen Luftraums zu sorgen. Wie stehen Sie denn zu so einer solchen Forderung? Wäre das eine Möglichkeit der immer wieder plakativen Hochhaltens der Staatsräson dann auch mal aktiv was beizufügen? Ja, wie Sie sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das ist auch die Position des Bundeskanzlers. Das hat er ja auch immer wieder betont. Und das bedeutet natürlich in dem Fall dieses Angriffs von Iran gegen Israel, dass wir diesen Angriff zunächst einmal sehr scharf verurteilen. Das hat der Bundeskanzler getan, das hat die Außenministerin getan und andere. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns solidarisch an die Seite
von Israel stellen und Israel unterstützen. Und was das jeweils konkret heißt, wie das ausgestaltet wird, darüber wird jeweils immer konkret im Einzelfall entschieden. Kurze Nachfrage. Also gerne. Das war jetzt ja doch die Floskel, die immer verwendet wird bei so einer Gelegenheit. Diese Idee aus der Union, halten Sie erstmal für abwegig oder? Na, ich glaube, dass gerade jetzt in diesen Tagen das keine Floskel ist, von der Staatsräson zu sprechen. Also und ich glaube, dass es auch gerade in den vergangenen Monaten sehr, sehr deutlich geworden ist, wie stark die Bundesregierung und dieses Land Israel unterstützen. Das ist so gewesen und das wird auch weiterhin so sein. Dann habe ich als nächstes auf meiner Liste Herrn Delfs. Herr Wagner und wahrscheinlich auch Frau Hoffmann. Herr Wagner, die Außenministerin hat ja gefordert, weitere Sanktionen gegen den Iran. Können Sie sagen, an welche Sanktionen sie da konkret gedacht hat? Und Frau Hoffmann, parallel dazu, wird sich der Bundeskanzler beim nächsten EU-Treffen für Verschärfung der Sanktionen einsetzen? Also ich fange vielleicht mal an. Wir sind natürlich jetzt in engster Abstimmung mit unseren Partnern. Ich habe ja vorhin schon das G7-Außenministerinnen- Außenministertreffen angekündigt. Es gibt ja morgen auch einen EU-Sonderaußenrat, der sich zusammenschalten wird. Und wir sind natürlich schon am Wochenende auch mit unseren Partnern in Kontakt gewesen, um jetzt zu schauen, was die Folgen aus diesem Angriff des Irans auf Israel ist. Das ist zum einen natürlich erstmal unsere diplomatischen Bemühungen, die ja auch am Wochenende schon sehr intensiv waren, sich dafür einzusetzen, dass es jetzt nicht zu einer weiteren Eskalation in der Region kommt. Das ist zum einen natürlich mal ein Appell an den Iran. Und ich habe ja schon gesagt, wir führen da auch direkte Gespräche. Weitere Gewalt zu unterlassen, das richtet sich ja auch an die Proxys Irans in der Region. Und zum anderen ist das natürlich auch Gegenstand unserer Gespräche mit der israelischen Regierung. Wenn man jetzt auf Sanktionen schaut, dann ist es ja so, das wissen Sie, dass sich die Bundesregierung in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, ja sehr intensiv in Brüssel dafür eingesetzt hat, immer wieder auf die destabilisierende Rolle Irans in der Region und sein Verhalten zu reagieren. Iran ist schon heute eins der meist sanktionierten Länder mit umfangreichen Regimen, die scharf geschaltet sind. Sie haben jetzt angespielt auf eine Äußerung, die Außenministerin ja gestern da in einer Fernsehsendung getätigt hat. Da geht es um das sogenannte Anti-Drohnen-Sanktionsregime, was es ja gibt, mit Blick auf Russland. Und wir setzen uns schon seit einiger Zeit dafür ein, im Rahmen der EU, dass dieses auch auf die Region Nahost ausgeweitet wird und eben auch auf Raketentechnologie. Und ich glaube, gerade der Angriff gestern des Irans hat ja nochmal gezeigt, wie dringlich es ist, genau in diesem Feld aktiv zu werden. Und da laufen jetzt die Gespräche in Brüssel. Ja, genau. Ich kann mich dem im Grunde nur anschließen. Wir haben ja bereits ein sehr weitreichendes Sanktionsregime. Und ob und gegebenenfalls in welcher Form diese Sanktionen jetzt nochmal verschärft werden, werden wir mit unseren EU-Partnern beraten. Das ist ja, wenn dann, immer im europäischen Rahmen. Und wir werden das beraten. Herr Jessen. Herr Wagner, der Angriff Irans konnte ja auch unter anderem deswegen so erfolgreich zurückgeschlagen werden, weil Iran über Backchannels mindestens die USA, vielleicht auch andere westliche Staaten, über die bevorstehenden Angriffe informiert hat. Wann sind welche Informationen in Berlin angekommen über den bevorstehenden Angriff? Also vielleicht noch mal einmal grundsätzlich, sozusagen, weil ich Ihrer Frage entnehme, das hätte ja auch abgewandt werden können. Ich möchte noch mal unterstreichen, das war ein Angriff von Ausmaß und Dimension, der nur dadurch abgewendet wurde, weil A, die israelische Luftverteidigung so stark ist, wie sie ist, und die haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie Israel sehr, sehr, sehr eindrücklich schützen können, und weil Israel starke Partner in der Region hat,
die an der Seite Israels diesen Angriff mit abgewehrt haben. Es war aber mitnichten ein zurückhaltender oder kalibrierter Angriff. Das wollte ich nochmal klarstellen. Und zu Ihrer konkreten Frage, ich kann hier natürlich nicht über interne oder gar geheimdienstliche Informationen unterrichten. Das sehen Sie mir nach. Ich habe da jetzt keine Erkenntnisse, die ich hier mit Ihnen teilen kann. In der Frage steckte nicht das drin, was Sie vermuten, dass nämlich ich davon ausgehe, der Angriff hätte verhindert werden können. Überhaupt nicht. Aber die Abwehr eines Angriffs, über den ich im Vorab informiert werde, fällt natürlich leichter, als wenn ein Angriff kommt, über den ich nicht vorab informiert werde. Das ist ja eine Sache der Logik. Können Sie etwas dazu sagen, welche Rolle, oder vielleicht auch Herr Kollatz, welche Rolle deutsche Militärtechnologie oder personelle Ressourcen bei der Abwehr der vielfältigen Raketen-, Drohnen-, Marschflugkörperangriffe gespielt haben? Das möchte ich dir überlassen. Ich habe dazu keinen Beitrag. Wenn es um Militärs geht, dann gebe ich mich vertrauensvoll in die Hände von Anne Kollatz. Weil es sie nicht gibt oder weil sie es nicht sagen dürfen? Naja, jetzt, das implizieren wir ja nicht. Wir teilen hier Erkenntnisse und Informationen, die wir mit Ihnen teilen können. Und was wir dazu gesagt haben, sagen können, haben wir gesagt. Sieht er dazu? Also, zu dem Thema meinte ich. Ja. Ich wollte eine Frage ans Verteidigungsministerium im Nachgang zur Frage des Kollegen, sozusagen was Solidarität mit Israel beinhalten könnte für den Fall, dass es eben nicht gelingt, zu deeskalieren. Wäre die Bundeswehr, wäre Deutschland dann überhaupt bereit, zusätzlich in irgendeiner Weise militärisch oder durch Waffenlieferungen zu helfen, angesichts dessen, was ja schon in der Ukraine oder für die Ukraine getan worden ist und es ja immer wieder heißt, dass die Lücken in der Bundeswehr dadurch noch größer geworden sind. Bezüglich Waffenlieferung ist mir derzeit kein Diskussionsgegenstand bekannt. Das richtet sich ja auch immer nach Bedarfen und da habe ich aktuell keinen Anlass gesehen, hier etwas bekannt zu geben, wüsste auch nicht, was da nachgefragt werden sollte. Und was andere Art von Unterstützung, vielleicht militärischen Beistand oder Ähnliches angeht, das haben wir ja eben schon andiskutiert. Sowas wäre sicherlich dann zunächst in der Regierung und dann mit dem Parlament abzustimmen, weil das dann immer mandatierungspflichtig wäre. Dann bin ich mir nicht sicher, Herr Ratz hat dich noch nicht genau. Ja, danke, Herr Kollatz. Nur noch mal fürs Protokoll die Frage. War die Bundeswehr in irgendeiner Art und Weise beteiligt an der Abwehr der iranischen Angriffe? Da gab es keine aktive Beteiligung, von der ich hier sprechen kann. Nachfrage an Frau Hoffmann. Gab es denn irgendwie eine Anfrage im Vorfeld an die Bundesregierung, im Fall der Fälle bereitzustehen? Kann ich nichts zu sagen. Tut mir leid. Herr Kollege. Adam Kuczewski, Polskie Radio, Polnisches Radio. Frankreichs Präsident sagte, dass die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris könnte im Falle von Sicherheitsbedenken von der Seine in Stade de France verlegt werden. Die Frage an der Europa-Fußballmeisterschaft. Fußballmeisterschaft. Ja, also, dann, ich stelle mal zurück, weil wir jetzt noch gerade beim Thema Iran sind. Iran? Wegen dieser Sicherheitslage? Braucht man Deutschland, in Deutschland auch Plan B und Plan C, wie in Frankreich, für Eröffnungszeremonie und andere Veranstaltungen während der Europameisterschaft? Ich habe Ihre Frage nicht ganz komplett verstanden. Braucht man Plan B oder Plan C, wie Emmanuel Macron sagte, für Europameisterschaft, also für Eröffnungszeremonie und andere Veranstaltungen während der Europameisterschaft? Also, wegen dieser neuen Sicherheitslage braucht man das? Also die Sicherheitsbehörden, und ich denke, das gilt auch für Frankreich genauso wie für Deutschland, sind auf solche Großereignisse immer sehr gut vorbereitet. Das wird hier in Deutschland für die Europameisterschaft, gibt es auch in NRW ist das angesiedelt, ein internationales Polizeizentrum, das jeden Tag die Lage zusammenträgt und solche Bewertungen eben auch mit einbezieht. Und das auch schon lange im Vorfeld eingerichtet wird. Dann jetzt Herr Jung, dann Frau Jeckels, Herr Jessen, Herr Delfs. Ja, nur noch mal eine Lernfrage. Hatte man
hatte Berlin, also hat das Kanzleramt oder das Außenministerium versucht, mit Teheran vor dem Angriff über Backchannels oder so weiter die Iraner vom Angriff abzuhalten? Herr Jung, Sie wissen, dass, also eigentlich ist es öffentliche Information, dass die Außenministerin ja am Donnerstag mit dem iranischen Außenminister ausführlich telefoniert hat. Dazu? Ja, ja, natürlich. Und, also waren Sie informiert? Nee, naja, also Sie wussten ja selbst, wie angespannt die Lage in der Region ist. Und wir kennen auch die iranische Rhetorik. Und insofern gab es natürlich vorab viele Kontakte, um auf eine Deeskalation in der Region hinzuweisen. Das ist natürlich auch im Kontext der Proxys Irans zu sehen, Hisbollah, Houthis, von denen ja kontinuierlich Angriffe auch auf Israel ausgehen. Ich fragte nur, weil Sie beim Kollegen Jessen jetzt noch nicht durchblicken ließen, dass Sie vorab informiert waren, so wie es weitläufig berichtet wird. Herr Jung, der Kollege Jessen fragte mich nach geheimdienstlichen Erkenntnissen. Nein. Ich brauche nur in die Zeitungen der letzten Woche schauen, die ja ausführlich diskutiert haben, wie die Lage im Nahen und Mittleren Osten war und dass es eventuell da zu Spannung kommen könnte. Insofern brauchen wir dafür keine geheimdienstlichen Erkenntnisse. Frau Eckels. Das Volumen der Rüstungsexportgenehmigungen nach Israel ist in diesem Quartal, beziehungsweise wenn man sich die Zahlen anguckt, bis zum 5. März sehr stark zurückgegangen im Vergleich zum Vorquartal, wo Deutschland Rüstungsexporte von 300 Millionen Euro genehmigt hat. Bis zum 5. März waren es ungefähr 9,3 Millionen Euro. Kann das nicht auch gewertet werden, quasi dass Israel doch ein bisschen von der Seite, dass Deutschland doch ein bisschen von der Seite Israels weicht? Ich kann sozusagen, ich das Mikrofon habe, genau, ich kann da gerne zwei Sätze sagen, werde Sie aber enttäuschen, weil ich sozusagen aus den Genehmigungen der Rüstungsexporte sozusagen keine Haltung man ablesen kann. Das sind immer Einzelfallentscheidungen. Sie wissen, dass im Oktober nach den Angriffen Genehmigungen erfolgt sind, wie sie auch vorher schon erfolgt sind. Dann mit etwas natürlich nochmal Beschleunigung, weil natürlich das Interesse Israels an der Selbstverteidigung natürlich ganz hoch gewertet wurde und alle weiteren Genehmigungen erfolgen auf Antrag und das ganz normale Verfahren. Der Bundessicherheitsrat berät darüber unter Berücksichtigung aller Aspekte, die für diese Entscheidung von Bedeutung sind. Und das ist das ganz normale Verfahren. Und so wird mit jeder einzelnen Rüstungsentscheidung umgegangen. Können Sie uns denn Auskunft darüber geben, inwiefern jetzt in diesem Quartal auch weniger Anfragen für Rüstungsexporte gekommen sind? Oder gab es die gleiche Menge an Anfragen für Rüstungsexporten und man hat trotzdem weniger Rüstungsexporte genehmigt? Können Sie darüber was sagen? Ich kann Ihnen jetzt zu den Zahlen zu Anfragen nichts mitteilen. Ausführliche Informationen zu den Rüstungsexporten machen wir ja regelmäßig in den Halbjahres- und Jahresberichten, da wo Sie auch noch mehr auch zu den Antrags- und auch Ablehnungszahlen finden. Quartalsweise berichten wir darüber nicht. Ich habe dazu auch keine weiteren Informationen hier. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass auch Rüstungssupportentscheidungen ja oft auch in einen längeren Zeitraum gehen. Die sind in der Regel ja nicht Anträge, die gestellt werden und am nächsten Tag werden sie bewilligt, sondern da geht ja oft auch ein längerer Beschaffungsvorgang voraus, sodass man, glaube ich, auch selbst wenn man jetzt monatsscharf Anfragen oder so Zahlen hatte, sozusagen auch das eigentlich gar nicht aussagekräftig ist, weil das Verfahren dahinter ja oft sehr komplex und langwierig ist. Herr Jessen. Herr Wagner, gehört zu den Informationen, die Sie mit uns teilen können, die Einschätzung der Rolle der arabischen Staaten im aktuellen Konflikt? Sind die in einer aus Ihrer Sicht eher deeskalierenden Funktion oder wie würden Sie das bewerten? Also vielleicht mal generell gesagt, ja auch mit Blick auf den Konflikt in Gaza sind wir in sehr, sehr enger Abstimmung mit zahlreichen Staaten in der Region und die spielen zum ganz überwiegenden Teil eine sehr konstruktive Rolle und ist ein enger Kontakt. Und auch jetzt am Wochenende haben die Ereignisse ja gezeigt, dass Iran mit seiner aggressiven Haltung und mit seinem destabilisierenden Vorgehen weitgehend isoliert ist in der Region. Es ist ja auch bekannt, dass neben den USA, Großbritannien und Frankreich auch einige arabische Staaten an den Abwehrmaßnahmen beteiligt waren.
Der Konflikt ist ja jetzt noch nicht zu Ende, sondern der Ball liegt jetzt im Feld Israels. Man weiß nicht, wie es genau weitergeht. Welche Rolle wünschen Sie sich dann in der nahen Zukunft von den arabischen Staaten? Naja, es liegt mir jetzt fern, hier Empfehlungen und Wünsche auszusprechen. Aber es ist doch ganz klar, dass wir uns eng mit den Staaten in der Region koordinieren, weil sie ja, und das hat ja das Vorgehen am Wochenende auch nochmal gezeigt, ein Interesse daran haben, dass es Frieden und Stabilität in der Region gibt. Das haben sie sehr eindrucksvoll, einige dieser Staaten am Wochenende gezeigt. Und natürlich geht es darum, allen gemeinsam darauf hinzuwirken, dass wir zu einer Lösung des Nahostkonflikts kommen. Und da spielen natürlich die arabischen Staaten, die arabischen Nachbarn Israels eine ganz besondere, wichtige Rolle. Herr Delfs nochmal. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Kollatz. Kollatz, bei der Abwehr der iranischen Angriffe ist ja vor allen Dingen dieser Iron Dome zum Einsatz gekommen. Hat das jetzt eigentlich irgendwelche Auswirkungen auf die deutsche Lieferung, also die Lieferung nach Deutschland von Iron Dome? Da gibt es ja einen Vertrag oder eine Absichtserklärung zwischen Deutschland und Israel zur Lieferung. Dabei handelt es sich um einen Vertragslieferung von Arrow 3, nicht Iron Dome. Aber wir stehen natürlich in engem Austausch. Das sind Geräte, die die Israelis ja in Nutzung haben, während die Verträge sich natürlich auf Rüstungslieferungen beziehen, die angekündigt sind. Und da habe ich keinerlei Perkussionen gehört, die sie darauf in irgendeiner Art und Weise Einfluss nehmen. Da kann ich aber jetzt nur tagesaktuell heute berichten und das ist ja noch nicht so lange her. Will das nicht ausschließen, aber im Moment habe ich keine Anzeichen dafür wahrgenommen, die vermuten lassen, dass das in irgendeiner Art und Weise auf die Vertragsgestaltung zur Lieferung von Arrow 3 Einfluss nimmt. Kann ich noch eine Wissensfrage nachschieben? Und zwar gibt es wohl Schätzungen, dass diese Abwehrmaßnahmen Israel, den Staat Israel insgesamt, um die rund 1 Milliarde Euro gekostet hätten. Ist das eine Zahl, die Sie für realistisch halten? Also da kann ich nur spekulieren, das will ich hier selten. Luftabwehr, Luftverteidigung, Flugabwehr ist teuer. Das muss man immer abwägen zu dem erwarteten Schaden, der entsteht, wenn man sie nicht einsetzt. Und meistens fällt das dann zugunsten der Luftverteidigung aus, weil die Alternativkosten ungleich höher sind. Herr Tufik Nier noch? Oder hatte ich das falsch verstanden? Nein. Ja, genau. Herr Wagner und Frau Hoffmann haben ja auch noch mal gerade betont, dass beide Seiten deeskalieren sollen in diesem Konflikt. Und da hat aber die israelische Regierung gesagt, dass es zu einem Gegenschlag kommen wird, nur den Zeitpunkt und das Ausmaß nicht erwähnt. Was würde ein Angriff Israels auf Iran bedeuten, vor allem wenn es Tote dann auch gibt bei dem Angriff? Und eine Frage an Herrn Kollatz. Der Spiegel meldet, dass zumindest ein deutsches Flugzeug beim Betanken der französischen Kampfjets beteiligt war. Bestätigen Sie diesen Bericht? Also ich würde jetzt nicht darüber spekulieren wollen, welche Folgen was hätte, wenn, sondern einfach noch mal betonen, was Herr Wagner und auch ich hier ja schon gesagt haben, dass es jetzt sich alle Bemühungen darauf richten, zu deeskalieren und alle Seiten dazu zu bewegen, ein möglichst wenig und gar nicht eskalierendes Verhalten an den Tag zu legen und diesen Konflikt wieder einzufangen und herunterzudimmen. Das ist das, was jetzt ansteht und worauf sich auch die deutsche Außenpolitik in diesem Moment konzentriert. Okay, zu der einzelnen Berichterstattung, so viel ich kann bestätigen, dass wir ja im Rahmen der mandatierten Operation Inherent Resolve auch A400M-Betankungsflugzeuge im Rahmen dieser Operation zur Verfügung stellen. Da kam es tatsächlich im Rahmen dieser mandatierten Operation zu zwei Betankungsvorgängen oder drei Betankungsvorgängen an zwei französischen Flugzeugen, Rafale. Vielleicht fürs bessere Verständnis. Da werden täglich sogenannte Air Task Orders herausgegeben und die gehen durch die Hände der jeweiligen nationalen Repräsentanten und die schauen dann, ob das Ganze mandatskonform ist. Und alle haben bestätigt und dieser Auftrag, der morgens herausgegeben wurde, wurde dann durchgeführt. Wie gesagt, drei Betankungsvorgänge an zwei französischen Flugzeugen und das Ganze im Rahmen von Inherent Resolve. Dann Frau Kollegin.
Anna Witzek, Deutsche Welle, polnische Redaktion. Ich möchte Sie um eine globale Einschätzung bitten. Also inwiefern hat diese Lage im Nahen Osten, die Eskalation, jetzt Auswirkungen auf die Unterstützung der Ukraine und auf die Lage, Sicherheitslage in Europa, im Osten Europa? Sehen Sie hier Auswirkungen? Nein, ich würde sagen, dass es da jetzt keine erkennbaren Auswirkungen gibt. Unsere Unterstützung der Ukraine steht. Wir haben das gerade am Wochenende durch die weitere Lieferung eines Patriot-Systems, wo es ja auch um Luftabwehr geht, nochmal sehr stark unterstrichen und werden das auch weiterhin fortsetzen. Wir sind tatsächlich, das haben Sie ja angedeutet, in einer Welt der multiplen Krisen, wo es jetzt eben mehrere Großkonflikte zur gleichen Zeit gibt. Aber wir haben uns beraten im Kreis der G7. Wir werden das mit unseren EU-Partnern weiterhin tun und allen anderen, den Partnern in der Region. Und ja, wie gesagt, für den Ukraine-Konflikt sehe ich jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen. Ich kann das nur verstärken und ich habe ja eingangs berichtet, dass beim G7 Außenministerinnen und Außenministertreffen, das jetzt ab Mittwochabend ansteht, neben der Lage im Nahen und Mittleren Osten auch die Lage in der Ukraine natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Wir verlassen das Thema. Neues Thema, Frau Wolf. Die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin hat heute ihre Empfehlungen vorgelegt, die sie ja auf Bitten der Bundesregierung erarbeitet hat. Jetzt gibt es ja schon die Handlungserwartung, wenn die Bundesregierung so einen Bericht in Auftrag gibt, dass dann auch politische Entscheidungen daraus folgen. Deswegen würde mich von Frau Hoffmann interessieren, rechnet denn der Bundeskanzler damit, dass es da zu einer schnellen Gesetzesänderung kommt oder zumindest noch in dieser Legislatur? Und was erwartet er für diesen Prozess? Ja, wie Sie sagen, die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin hat heute Morgen hier an diesem Ort auch ihre Ergebnisse vorgestellt. Dabei geht es eben unter anderem um eine Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuches innerhalb bestimmter Fristen. Es wird jetzt aber nach dieser REC-PK um 13 Uhr noch eine gemeinsame Pressekonferenz mit den zuständigen Ministern, also Justizminister Buschmann, Gesundheitsminister Lauterbach und Familienministerin Paus geben, die dann auch Statements abgeben werden. Insofern möchte ich dem jetzt nicht vorgreifen, indem ich irgendwie schon inhaltlich mit einer Bewertung des Kommissionsberichts, dass ich da schon einsteigen würde. Ich glaube auch, dass wir eine längere politische, gesellschaftliche Debatte erwarten können. Das ist ja ein sensibles Thema und dass dieser Bericht sollte jetzt Grundlage sein für eine Debatte, die Politik und Gesellschaft miteinander führen. Das braucht, glaube ich, wirklich eine gründliche Diskussion. Und ich habe ja hier in der vergangenen Woche schon gesagt, dass dem Bundeskanzler eben daran gelegen ist, dass diese Diskussion in ruhiger, sensibler Weise geführt wird und dass es verbunden mit der Hoffnung, dass es in Deutschland gelingen kann, eine Polarisierung, wie sie ja gerade bei der Frage des Schwangerschaftsabbruchs in anderen Gesellschaften und anderen Ländern zu beobachten ist, dass man die vielleicht vermeiden kann, indem das eben diskutiert wird in einer Weise, die der Schwierigkeit und Sensibilität des Themas angemessen ist. Ich würde es gerne noch mal versuchen, weil der Kanzler ja bei der PK nachher nicht dabei ist. Wenn Sie sagen, es braucht eine sehr gründliche Diskussion, kann man daraus schließen, dass diese gründliche Diskussion die Dauer dieser Legislatur überdauert? Oder rechnen Sie damit, dass da tatsächlich politische Entscheidungen aus diesen Empfehlungen abgeleitet werden, die in eine Gesetzesreform fließen? Also ich würde da jetzt gar keinen Schluss draus ziehen wollen, sondern das hängt tatsächlich vom Verlauf der Debatte ab. Weitere Fragen dazu? Herr Jung? Nur zum Verständnis, also nach Jahrzehnten der Kriminalisierung von Abtreibungen
und auch nach Jahren von eindeutiger Positionierung der Parteien, auch der regierenden Parteien, des Koalitionsvertrages und so weiter, will der Kanzler jetzt trotzdem noch mal eine lange Diskussion führen, ja? Die Bundesregierung insgesamt ist der Überzeugung, dass das wirklich ein Thema ist, was ja sehr stark in persönliche Bereiche geht, was sehr sensibel ist und wo es eben unterschiedliche Güter gegeneinander abzuwägen gilt. Und wir wollen eine Debatte führen, die letztlich uns weiterbringt in dieser Frage. Und das ist nichts, was man unter Zeitdruck und jetzt machen wir das ganz schnell führen kann. Das wäre wirklich der falsche Weg. Aber war nicht der ursprüngliche Ansatz, genau deshalb diese Kommission einzusetzen, die jetzt nach über 2 Jahren da Ergebnisse gebracht hat? Genau, das war der Ansatz, diese Kommission einzusetzen, damit man dann auf der Grundlage des Ergebnisses der Kommission diskutieren kann. Das war genau der Ansatz. Dazu nochmal, Frau Wolf. Frau Hoffmann, weil Sie die unterschiedlichen Güter, die es miteinander abzuwägen gibt, erwähnt haben. Da ist ja die Kommission, die Empfehlungen oder beziehungsweise Aussagen, die auch bei der Pressekonferenz vorgetätigt wurden, wie ich finde, erstaunlich deutlich, nämlich dass das ungeborene Leben oder das Lebensrecht des Ungeborenen nicht gleichgewichtet werden kann wie das Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren. Das finde ich schon eine ziemlich klare Aussage. Ist denn vorstellbar, dass die Bundesregierung sich eine solche Empfehlung in ihrer politischen Entscheidung tatsächlich zu eigen macht und man zu einer klaren Gewichtung dieser Güter kommt? Ja, ich möchte jetzt halt genau das nicht tun. Nämlich, wenn ich das jetzt hier anfange zu diskutieren, dann steige ich ja schon direkt in die Bewertung des Berichts ein. Das würde ich jetzt erstmal gerne den Ministerinnen und Ministern überlassen, die hier um 13 Uhr dann dran sind. Und dann steigen wir in diese Debatte ein. Dann verlassen wir das Thema. Frau Wolfskamp mit einem neuen. Genau, eine Frage an das Verkehrsministerium. Und zwar geht es um den Nahverkehr und die Regionalisierungsmittel. Da heißt es, es sind Kürzungen geplant. Können Sie das bestätigen und was zum Zeitraum und Umfang der geplanten Kürzungen sagen? Das kann ich Ihnen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht bestätigen. Ich würde da gegebenenfalls etwas nachreichen. Gerne. Dann neues Thema, Herr Jung. Frau Kock, es geht um den am Freitag aufgelösten Palästina-Kongress, den sogenannten Palästina-Kongress. Da hatte sich ja auch die Innenministerin geäußert und da gibt es jede Menge Kritik an den Vorgehen der Sicherheitsbehörden. Mich würde erstmal grundsätzlich interessieren, warum die Innenministerin diesem Kongress islamistische Propaganda vorgeworfen hatte und diese Menschen, die sich da versammelt haben, als islamistische Szene bezeichnet hatte, wenn doch die Mitorganisation durch Juden und Jüdinnen dieses Kongresses passiert ist. Ja, ich würde gerne erstmal allgemein was sagen zu dem Palästina-Kongress. Wie Sie wissen, haben die Berliner Kolleginnen und Kollegen den Kongress aufgelöst. Und das konsequente Einschreiten der Berliner Polizei und die erfolgte Auflösung des sogenannten Palästina-Kongresses in Berlin ist aus unserer Sicht richtig gewesen und auch notwendig. Die versammlungsrechtlichen und polizeilichen Maßnahmen vor Ort lagen aber komplett in der Zuständigkeit des Landes Berlin. Es ist richtig, dass die Ministerin sich so geäußert hat, wie Sie das zitiert haben. Und es ist auch so, dass wer islamistische Propaganda und Hass gegen Jüdinnen und Juden verbreitet, wissen muss, dass solche Straftaten in Deutschland schnell und konsequent verfolgt werden. Antisemitische und islamistische Straftaten dulden wir nicht. Wie Sie auch wissen, auch das haben wir hier mehrfach ausgeführt und hatten hier auch eine Pressekonferenz, sind die Terrororganisationen Hamas und auch die Gruppierung Samidun seit November 2023 durch Bundesinnenministerin Faeser in Deutschland verboten worden. Das bedeutet, jedwede Betätigung ist untersagt und eine Straftat, dazu gehören auch Propagandareden für die Hamas. Und die Sicherheitsbehörden beobachten sehr aufmerksam, dass diese Verbote auch eingehalten werden. Zu dem Kongress, den Sie angesprochen haben, standen die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder auch schon lange im Vorfeld im engen Austausch und haben entsprechende Maßnahmen ergriffen. Und darüber hinaus habe ich dazu nichts zu sagen. Danke, aber beantwortet jetzt überhaupt nicht meine Frage. Wenn die Innenministerin von islamistischen Propaganda und islamistischer Szene spricht und
die Mitorganisation dieses Kongresses von Juden und Jüdinnen veranstaltet wurde. Wie kommt sie darauf, das zu behaupten? Sie können davon ausgehen, dass sie sich auf Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden abzieht. Also die Innenministerin spricht davon, dass Juden und Jüdinnen zur islamistischen Szene hier in Deutschland gehören. Herr Jung, ich habe den Worten der Ministerin an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Herr Böse? Ja, auch dazu der Glasgower, der Rektor der Glasgow Universität, Gaston Mabusit, da wurde in Berlin nicht nach Deutschland reingelassen, als er am Flughafen war und musste zurückkehren. Da wollte ich fragen, was ist der Grund für seine Nicht-Einreise, dass er halt nicht nach Deutschland einreisen kann? Und welche Gefahr birgt für Deutschland, dass ein Arzt, der in Gaza-Krankenhaus gearbeitet hat, die Lage dort hier in Berlin schildert? Also es ist durchaus üblich und gut und richtig, dass wir uns zu Einzelfällen nicht äußern. Und das würde ich auch gerne in diesem Fall so halten. Wir haben die Berichterstattung dazu durchaus zur Kenntnis genommen. Wir bekommen ja auch entsprechende Anfragen. Und ich kann gerne etwas allgemeiner etwas zu Einreiseverweigerung und Einreiseverboten sagen und auch den Unterschied zu Betätigungsverboten, wenn Ihnen das weiterhilft. Also die Bundespolizei kann die Einreise verweigern aufgrund eines bestimmten Reisezwecks. Das kann sie auch tun, ohne dass das Recht auf Freizügigkeit entzogen wurde. Und die Bundespolizei kann das dann tun, wenn sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sieht. Dazu prüft sie sehr genau den jeweiligen Einzelfall. Die zuständige Landesbehörde kann wiederum das Recht auf Freizügigkeit entziehen. Dann kann auch die Einreise unabhängig vom Reisezweck entzogen werden. Also das sind nochmal zwei unterschiedliche Fälle. Und dann gibt es ein politisches Betätigungsverbot, was damit erstmal nicht zusammenhängt, weil es das politische Betätigungsverbot wird nach Ausländerrecht ausgesprochen für Drittstaatsangehörige und die Ausländerbehörde eines jeweiligen Landes spricht das aus. Zusatz? Ja, ein Zusatz. Auch der griechische Ex-Finanzminister Varoufakis wurde wurde verhängt, laut seiner Aussagen, dass er ein Einreiseverbot verhängt gegen Varoufakis. Warum denn das? Wie gesagt, ich kann Ihnen zu den einzelnen Fällen, die jetzt hier kursieren, nichts Näheres sagen. Herr Tofignier? Frau Dr. Koch, die Organisatoren des Palästina-Kongresses sagen, dass diese Konferenz auf Druck der Bundesregierung abgesagt werden musste oder gestoppt werden musste. Und ich bin immer noch verwirrt, was war jetzt genau der Grund, warum diese Konferenz gestoppt wurde? Dazu müssten Sie sich bitte an die zuständigen Berliner Landesbehörden wenden. Die haben die Maßnahmen ergriffen. Und der Druck der Bundesregierung? Gab es einen solchen Druck auf die Organisatoren? Dazu ist mir nichts bekannt. Frau Jeckels? Das Betätigungsverbot gegen Varoufakis und die beiden Abusitas wurde auch ausgeweitet darauf, dass sie keinen Zoom-Vortrag halten dürfen oder keine Videobotschaft dort abgespielt werden darf. Dabei gibt es einen Präzedenzfall beim Berliner Verwaltungsgericht, der ganz klar gesagt hat, deutsche Verbote von Videobotschaften können hier nicht greifen. Da wurde ganz klar entschieden. Wissen Sie über diese Entscheidung nicht Bescheid? Also ich kann Ihnen auch zu diesen Fällen nichts sagen, weil das eine These ist, die Sie hier in den Raum stellen, die ich hier weder dementieren noch bestätigen kann. Und dann noch mal eine Frage zu der Definition von islamistischer Szene. Die wird ja eigentlich bisher verwendet für Dschihadisten, für den IS, für Hamas. Und jetzt wird er aber verwendet eigentlich für ein überwiegend Linke, also da sind das ist eine Gruppe von jüdischen, palästinensischen und deutschen Linken, teilweise auch radikaler, teilweise revolutionär links, aber von Islamisten, so sieht es zumindest aus, kann da eigentlich keine Rede sein. Wie definiert denn die Bundesinnenministerin diesen Begriff islamistische Szene? Also wie der Begriff islamistische Szene definiert ist, können Sie gerne im Verfassungsschutzbericht nachlesen. Das sind feststehende Definitionen und Begriffe. Dann ist unklar, warum das hier angewendet wird. Dann Herr Kollege dazu. Marc Bebenroth, Tageszeitung Junge Welt. Einige Fragen wurden schon beantwortet. Ich will es mal anders versuchen. Wie viele Betätigungsverbote gegen Drittstaatspersonen hat die Bundesregierung seit dem 11. April verhängt?
Dazu kann ich Ihnen nichts sagen, weil, wie ich das soeben ausgeführt habe, werden politische Betätigungsverbote nach dem Ausländerrecht für Drittstaatsangehörige von den Ländern ausgesprochen, das heißt von den zuständigen Ausländerbehörden der Länder. Mir ist nicht bekannt, dass uns eine solche Übersicht vorliegt. Dann Herr Bazein nochmal. Ja, der Herr Hebestreit hatte vor einigen Monaten hier gesagt, dass auch israelkritische Stimmen hier in Deutschland möglich werden und zugelassen werden sollen. Also ich kann auf den Wortlaut nicht jetzt zugreifen, aber so in dem Sinne hat er das gesagt. Es gibt jetzt die Kritik, dass in Deutschland die Meinungsfreiheit beschnitten wird. Wie kann es gelingen, dass israelkritische Stimmen jetzt in Deutschland auch Gehör finden? Ich weiß nicht, auf welche Äußerung speziell Sie sich jetzt beziehen, aber selbstverständlich hat Herr Hebestreiter recht, dass Kritik an Israel oder an der israelischen Politik hier in Deutschland auch geäußert werden kann und es da keine Einschränkung der Meinungsfreiheit gibt. Also wenn man jetzt die ganzen Sachen hier sieht, ist es ja, kann man ja davon reden, dass doch die Stimmen, die Israel kritisieren, auch verboten werden. Wir haben ja jetzt hier sehr lang und breit vor allen Dingen über islamistische Tätigkeiten oder islamistisches Gedankengut gesprochen. Und da würde ich doch einen Unterschied machen wollen. Frau Jeckels, und dann verlassen wir das Thema. Ach so, Herr Jessen noch. Frau Jeckels als erstes, dann Herr Jessen. Es gibt international jetzt wegen diesem Wochenende, aber auch wegen der vergangenen Monate und verschiedener Repressionen gegenüber Palästina-solidarischen Stimmen, gibt große Empörung international. Man schlägt sich wirklich den Kopf über die Hände über den Kopf zusammen, was hier passiert. Macht sich die Bundesregierung denn gar keine Sorgen darüber, dass der Ruf Deutschlands sehr stark beschädigt wird, dass international sich Leute fragen, was geht denn hier eigentlich vor und warum gibt es da Einschränkungen der Meinungsfreiheit in einer liberalen Demokratie wie Deutschland? Also ich möchte mich dieser Einschätzung nicht anschließen, auf gar keinen Fall. Aber natürlich ist sich die Bundesregierung der Konsequenzen ihrer Politik bewusst. Das ist klar, aber es ist auch klar, dass wir uns seit dem 7. Oktober mit gutem Grund an die Seite des angegriffenen Israel stellen und da diese Solidarität auch immer wieder zum Ausdruck gebracht haben. Gleichzeitig haben wir aber auch Israel immer wieder dazu aufgefordert, sich in dem Vorgehen in Gaza an humanitäres Völkerrecht zu halten. Also wir sehen, dass es dort eine Notwendigkeit gibt und setzen uns für einen Waffenstillstand ein, nehmen insofern da auch eine Position ein, die die humanitäre Situation und Katastrophe, in der sich die Palästinenser in Gaza befinden, sehr, sehr wohl im Blick hat. Das ist unsere Haltung, die uns bewegt. Und ich sehe da jetzt keine Redeverbote. Naja, also die deutsche Israel-Politik ist ja die eine Sache. Es geht aber hier vor allem auch eben um verschiedene Fälle von Repressionen gegen Palästina-Solidarische, teilweise auch also sehr viele jüdische Menschen, die sich solidarisch oder kritisch gegenüber Israel geäußert haben. Was plant denn die Bundesregierung, um denen entgegenzuwirken, diesen Rufschaden, der ja auch im Bereich Kunst enorm entstanden ist? Also ich würde den Begriff Repression hier ganz klar zurückweisen wollen. In Deutschland ist erlaubt, was geltendes Recht ist. Und das, was nicht geltendes Recht ist, das ist verboten. Und da werden die Behörden entsprechend tätig. Das sind ja Entscheidungen der Behörden in jedem Einzelfall. Herr Jessen. Es waren ja zahlreiche Journalisten, Kollegen auch etablierter Medien bei diesem Kongress. Keiner von denen hat berichtet, dass es bis zum Abbruch irgendwelche antisemitischen oder islamistischen Beiträge gegeben habe. Warum bezeichnet es das Bundesinnenministerium dennoch als richtig,
diesen Kongress abzubrechen und die Einreiseverbote zu verhängen? Ich habe dem, was ich bislang dazu gesagt habe, nichts hinzuzufügen, Herr Jessen. Ja, da war leider eine Antwort auf die Frage nicht drin, aber Lernfrage. Es ist aber richtig, dass Herr Varoufakis, der nicht einreisen durfte, nicht aus einem Drittland einreisen wollte. Stimmt's? Auch dazu kann ich mich nur wiederholen. Ich werde mich auch zu Herrn Varoufakis hier im Einzelfall nicht äußern. Ich habe vorhin ausgeführt, den Unterschied zu Einreiseverweigern und zu politischen Betätigungsverboten. Und vielleicht hilft Ihnen das weiter, wenn Sie genauer da reinschauen und sich anschauen, was für EU-Bürger gilt und was eben auch möglich ist bei Drittstaatsangehörigen. Das neue Thema, Frau Wolfskämpfner. Dazu hätte ich gerne das Bundesgesundheitsministerium mal vor. Dankeschön. Am Mittwoch findet ein Bund-Länder-Treffen zur Krankenhausreform statt. Was erwartet sich denn das Ministerium von diesem Treffen? Worum soll es genau gehen? Na gut, das kann ich ziemlich simpel sagen. Das Treffen ist angesetzt. Sie wissen, derzeit wird an der Krankenhausreform gearbeitet. Dort werden die Länder beteiligt. Das ist ja schon seit längerem der Fall, seit dem Entwurf, den wir vorgelegt haben, vergangenen Sommer. Und diese Gespräche werden fortgesetzt, aber ich kann den Gesprächen jetzt auch nicht vorgreifen. Ja, bloß eigentlich hat ja der Bundesgesundheitsminister gesagt, die Länder brauchen jetzt nicht mehr beteiligt zu werden, weil es am Ende ohne Mitwirkung der Länder einen Gesetzentwurf geben wird und auch ohne Zustimmung der Länder durch den Bundesrat gehen soll. Also worüber spricht man da jetzt noch? Wie gesagt, da kann ich nur um Verständnis bitten, dass wir diesen Prozess, der gerade geführt wird, einfach nicht weiter kommentieren und ich jetzt auch nicht den Gesprächen vorgreifen kann, die am Mittwoch stattfinden. Und wir werden Sie dann zu geeigneter und zum Zeitpunkt des Ganzen informieren. Es wird auch eine Pressekonferenz stattfinden. Und dann wissen Sie Bescheid. Danke. Dazu weitere Fragen erstmal zum Thema Krankenhausreform. Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Frau Jeckels, Herr Jessen, Frau Wolfskämpf. Und dann würde ich auch gerne mit Blick auf die Zeit für heute schließen. Eine Frage an Herrn Wagner. Nochmal grundsätzlich zu Rüstungsexportgenehmigungen. Heute ist der 15. April. Sie haben uns letzte Woche und vorletzte Woche versprochen, dass das Quartalsupdate zu den Rüstungsexportgenehmigungen kommt in Form einer Pressemitteilung. Warum ist die immer noch nicht da? Herr Kollatz? Weil wir noch die letzten Daten zusammengetragen haben und die wird jetzt zeitnah veröffentlicht. Sie haben zeitnah auch vor zwei Wochen schon gesagt, wie zeitnah ist zeitnah? Ich gehe davon aus, dass diese Woche passieren kann, ja. Herr Kollitz, Sie hatten was mit Namen. Ganz kurz nur, weil ich schon Berichterstattung zu meinen Äußerungen eben sehe, die falsch ist. Also es waren zwei Flugzeuge zu drei Betankungsvorgängen und nicht während der Operation, sondern im Rahmen von Inherent Resolve. Das sind die Fakten und ich würde mich freuen, wenn die sich wiederfinden. Und weil wir schon bei Nachträgen sozusagen sind, Herr Wagner? Nee, ich würde recht gerne ganz am Ende machen. Okay, damit es nicht ins Vergessenheit gerät, dann hatten wir Frau Jeckels, dann haben wir Herrn Jessen mit einem neuen Thema. Dazu hätte ich gerne das Familienministerium. Können Sie sagen, von wie viel tatsächlich neuen Stellen zur Realisierung der Kindergrundsicherung Sie mittlerweile ausgehen? Ja, vielen Dank für die Frage. Sie wissen, dass der Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung sich aktuell im parlamentarischen Verfahren befindet und die parlamentarischen Beratungen zu den damit verbundenen Fragestellungen wie auch verlässliche Aussagen zum entstehenden Verwaltungsaufwand können wir erst dann treffen, wenn die konkrete Ausgestaltung der Kindergrundsicherung feststeht. Das ist für mich jetzt ein bisschen verwunderlich, weil noch in der vergangenen Woche Ihr Haus, ich glaube, Sie waren es auch persönlich, noch mal darauf hingewiesen haben, dass die genannte Zahl von 5.000 sozusagen aus der Bundesagentur für Arbeit käme und stehe. Nun hat Ihre Ministerin
erklärt, es würden auf keinen Fall 5.000 werden, sondern weniger. Sie rudert zurück. Da wüsste man doch jetzt gerne, in welcher Dimension es sich nach Einschätzung Ihres Hauses bewegen wird. Das müssen Sie doch sagen können. Zunächst, die Äußerungen der Ministerin stehen für sich. Und darüber hinaus kann ich nur wiederholen, dass der Gesetzentwurf sich derzeit in den parlamentarischen Beratungen befindet. Darf ich noch eine Nachfrage? Eine kleine. Ja. Frage ans Bundesfinanzministerium. Trifft es zu, dass es ein Papier Ihres Hauses gibt, in dem der Aufwand zur Umsetzung der Kindergrundsicherung bei 9.000 zusätzlichen Planstellen vermutet oder errechnet wird? Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Jessen. Sie wissen, externe Berichterstattung kommentieren wir nicht. Sie scheinen auf solche Bezug zu nehmen. Das gilt auch für etwaige interne Überlegungen, weil Sie diese Thematik hier ansprechen. Mein Kollege hatte bereits am 5. April an dieser Stelle darauf hingewiesen, auf die entsprechenden Passagen im Gesetzentwurf, der sich im parlamentarischen Verfahren befindet, was die Kollegin eben schon ausgeführt hat. Ich verweise dazu auf das Protokoll der vergangenen Regierungspressekonferenz. Herr Jung? Es geht ja nicht um Presseberichte, sondern um Zitate der betroffenen Ministerin. Ich probiere es mal beim BMAS. Die Ministerin meinte, dass die Zahlen zu den 5.000 vom November 2023 stammen und Entlastungen an anderen Stellen wie den Jobcentern noch nicht vollständig Berücksicht hätten. Können Sie das bestätigen? Sie wissen, dass zu dem Thema nur das Familienministerium und das Finanzministerium zuständig sind. Ja, aber die beziehen sich ja auf Ihre Arbeit und Sie können ja uns vielleicht mal erklären, darf ich ausreden? Ja, aber gegenseitig jetzt, bitte. Meine Kollegin hatte ja in der vergangenen Woche schon ausgeführt, dass wir zu dieser Frage schlichtweg nicht zuständig sind. Insofern kann ich mich dazu auch nicht äußern. Jetzt Nachfrage. Dann versuche ich es bei Frau Berg. Also woher kommt denn jetzt diese Information von der Ministerin, dass das denn aufgerechnet wird innerhalb der Jobcenter? Und wie viele Entlastungen an anderer Stelle wären das denn? Ja, vielen Dank. Die Äußerungen der Ministerin stehen nach wie vor für sich. Und Ihre Frage betrifft nun jetzt die Ausgestaltung der Kindergrundsicherung ganz konkret. Und diese ganz konkreten Fragen sind jetzt gerade Teil des laufenden parlamentarischen Verfahrens. Dann ein neues Thema, Herr Bebenrot. Ja, weil sich die Bauministerin zuletzt dazu geäußert hat, eine Frage zum Bonn-Berlin-Gesetz. Ich weiß jetzt nicht, wer da antwortmäßig zuständig ist. Ja. Genau, denn aktuell sind 6 von 14 Bundesministerien mit dem ersten Dienst sitzt offiziell in Bonn. Ein Drittel aller Arbeitsplätze befindet sich weiter dort. Da ist die Frage, welche Kosten verursachen allein diese Pendelfahrten, Pendelflüge jährlich? Vielen Dank für die Frage. Die Kosten habe ich jetzt gerade nicht vorliegen. Die sind aber Gegenstand des Teilungskostenberichtes, der jedes Jahr veröffentlicht wird. Das können Sie da annehmen. Wann wird der nächste veröffentlicht ungefähr? Das müsste ich Ihnen nachreichen, das kann ich jetzt nicht sagen. Dann habe ich noch Frau Wolfskämpe eine neue Frage. Ja, noch einmal ans Verkehrsministerium. Und zwar hat der Expertenrat für Klimafragen bemängelt, dass die Lücke im Verkehrssektor so groß ist, dass keine Einzelmaßnahmen mehr ausreichen, um für die Klimaziele was zu erreichen. Was schwebt denn dem Verkehrsministerium außer Fahrverboten vor, da zu tun? Ja, vielen Dank für die Frage. Und ich möchte das gerne noch einmal, obwohl wir das am vergangenen Freitag ja sehr ausführlich auch an dieser Stelle behandelt haben, einordnen. Es ist ja so, dass sich die Bundesregierung darin einig ist, das Klimaschutzgesetz zu novellieren. Es ist auch Gegenstand des Koalitionsvertrags und es gibt einen entsprechenden Kabinettsbeschluss aus dem vergangenen Sommer. Es ist der Konsens, von der Sektorbetrachtung wegzugehen und von der jahresspezifischen Betrachtung hin zu einer sektorübergreifenden und mehrjährigen Betrachtung zu gehen.
Das Klimaschutzgesetz befindet sich aktuell im parlamentarischen Verfahren und nach dem aktuell geltenden Recht ist es so, dass das BMV ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen hat. Und in diesem Zusammenhang hat Bundesminister Dr. Volker Wissing davor gewarnt, dass möglicherweise auch Fahrverbote drohen. Das ist die Gesamtlage. Wir sind zuversichtlich, dass wir beim Klimaschutzgesetz, wo es ja innerhalb der Bundesregierung eine Einigung gibt, da jetzt auch schnell, dass sich da auch das parlamentarische Verfahren schnell abschließen lässt. Und darüber hinaus, wenn es etwas vorzulegen gilt in Bezug auf ein Klimaschutz-Sofortprogramm, dann werden wir das auch machen. Danke. Ich würde, wenn das okay ist, würde ich dann gleich noch nachliefern zu Ihrer vorhergehenden Frage. Gerne. Zur Höhe der künftigen Regionalisierungsmittel. Derzeit laufen ja die Haushaltsverhandlungen für das kommende Jahr und es gilt jetzt zunächst abzuwarten, wie die Verhandlungen ablaufen und das kann ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt also nicht weiter kommentieren. Danke trotzdem. Dann Herr Wagner noch. Ja, gerne, ich kann nachliefern. Herr Tofignia hatte mich, glaube ich, gefragt, wie wir mit der gestrigen Einbestellung des deutschen Botschafters in Teheran umgehen. Ich kann Ihnen mitteilen, dass heute Morgen der iranische Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt worden ist. Das Gespräch findet zur Stunde statt. Danke für die Nachlieferung. Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die. Yeah.